Da unten wo. Hello guys, I'm Ending and I'm on YouTube with my friend and Metzen Bro, the Fun Gamer. We play together farming. And I see I have no hoy. And that is my greatest problem for the cows. Mit Heu kann ich da dabei nicht dienen. Was ich sagen muss, dass das große Feld oder irgendwas machen. Bin nur überlegen, ob ich mal was kaufen soll. Stroh oder was? Heu! So. Ja, wo waren wir stehen geblieben beim letzten Mal? Ich glaube, beim Pressen war das, oder? Was ja. Mich anfuckt ist, ich wollte mir jetzt ein Grasfeld kaufen. Ja. Ja. Und zwar das oh, 186, ja. Das ist bei deiner Molkerei. Ja. Und ich habe es wieder verkaufen müssen. Warum? Ja. Ihr habt das heißt, es ist günstig? Ach, bitte? Das heißt, es ist günstig vielleicht? Er hat mir nämlich, das habe ich nicht zusammengebracht, hat man nämlich von 186 bis 198 rauf alles als ein Feld gemacht. Von was? Von 100? Hm? Von 100 was? 186, 187, 188 und 198 hat er mal als ein Feld gemacht, auch wenn ich gesagt habe, Position, also Position setzen. Mhm. Hat er mal nicht und nicht einstellen lassen. Aber ich habe da hier ein anderes im Auge. Oh. So, dann pressen wir hier mal. Das ist so ein kleines Testvideo, möchte ich gleich dazu sagen, wegen der Qualität. Warum fällt es so einem in Englischen, Alter? Warum? Weil das die englischen Zuschauer auch gleich ein bisschen bleiben, was die denken. La Zuschauerbindung. Ja, was ich auf jeden Fall gemerkt habe. Das habe ich glaube ich beim letzten Mal eh schon erklärt, ist, dass wir ein dermaßiges Heuproblem haben und ich das generell jetzt alles anders angehen werde. Der eigentliche Grund auch, warum ich eigentlich dann auch ein Getreide angebaut habe, war, weil ich Stroh gebraucht habe. Strom? Strom. Und deswegen habe ich nicht gerade am Pressen meiner Quaderballen. Weißt du, was geil ist? Ich habe jetzt Hühner gekauft. Mhm. Die laufen bei mir direkt am Hof herum. Ist cool. Schaut echt cool aus. Kriege ich von dir jetzt eigentlich noch Ballen geliefert? Oder? Also Ballen ist jetzt dumme aus einem Rundballen oder schon Quaderballen? Ja. Okay. Passt. Aber ab der nächsten Lieferung. Wie gesagt, ich muss. Ah, siehst, ich habe jetzt. Ich weiß nicht, ob ich da heute dazukomme. Ich kann. Was machen? Sachen machen. Warte mal. Ich kann auch Sachen machen. Alter. Ja, gut. Was wollte ich jetzt noch sagen? Die nächsten Anschaffungssachen wissen wir eigentlich auch schon, was wir machen.
Ich würde da jetzt gerne aushelfen mit Heu, aber ich möchte jetzt einmal zwecks Kohle wieder eine Runde Silage machen. Na, wie gesagt, Leute, wir werden das kaufen. Wir werden nämlich dann die Milch und das alles eh produzieren, dann werden wir das dann verkaufen. Quaderballen einsammeln müssen wir. Brauchen wir auch die Maschine dazu. Gut. Welche Felder haben wir jetzt noch gesagt? 155, 185. Schickt man dich einmal zu 155. Oh, das ist nice. Aber willst du dir das jetzt anschauen eigentlich gleich mit dem Strohdings, wenn wir schon da sind? Ja, ich komme schon mit der ersten Fuhre. Ich hoffe, du hast viel Platz gelassen. In meinem Hof? Mhm. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Was sehe ich? Manchmal lasse ich hier. Du hast doch gesagt, was die Übertragungsdings waren. Das die werde ich dann auch brauchen. Die Übertragungsdings waren das. Naja, hast du nicht gesagt, dieses Übertragungsfeld ist woanders? Nein, das ist noch immer dort. Ah, okay. Das ist wasch. Ich habe gesagt, die Ballen abladen kannst du woanders. So, okay. Du hast hier immer im Hof, was in der Mitte abgeladen. Yay, gut, da hast du mir ja gesagt. Yay, das meinte ich. Ist hier nicht mehr dort. Sonst stoppt das alles. Wow. Oh. Bist deppert. Ja. Du musst mal sagen, wann ich zum Händler kommen soll. Zum Händler? Ja, das ist gesagt, vom Händler. Stroh verkaufen geht nicht. Jetzt funktioniert es auf einmal. Jetzt fahr er durch. Achso. Ja, vielleicht habe ich schon eine Strecke wieder gemacht, was sie. Das kann ich sein. Ich habe meine Kurse ordentlich schon. Bin ja ziemlich vernetzt schon mit meinen Feldern jetzt da unten. Bin schon am Weg zum Hof von dir. Warte mal, das werden wir vielleicht. Kann dann sein, dass ich dann plötzlich aufhören muss, wenn die Isabella und die Daniela da sind. Jo. Ich sag's nur. Da habe ich eigentlich mit dir gar nicht gerechnet. Ich sag's nur. Ich auch nicht mit dir. Ja, hast du auch nichts gesagt. Ja, du auch nicht. Ja. Was spontan war. Außerdem bin ich sicher schon länger online als du. Glaube ich. Seit wann? Anderthalb. Sechs. Ich war jetzt ganz in City drin. Sollen wir das? Ich teste das jetzt noch mit Quali. Ich weiß nicht, wie lange das Stream schon geht, aber ich bin, glaube ich, seit 5 oder so. Boah. Doch schon so lange. Okay, ich habe das nämlich gar nicht online gesehen. Echt? Mann. Habe ich mal irgendwas verstellt? Muss ich dann schauen. Na, jetzt habe ich dich ja gesehen. Immer online. Na, jetzt habe ich dich ja eh gesehen, dass du in LS bist. Aber vorhin habe ich keinen aus dem gesehen. Boah, ich glaube, ich muss mal selber ein Dings machen. Mit dem habe ich, glaube ich, ein Problem jetzt. Servus. Servus.
Ah, geht's jetzt eh? Und gesagt, es geht nicht. Es liegt am Traktor. Du hast meinen scheiß Traktor verkauft, Alter. Das ist am Traktor liegt's. Ja, ich kann mit dem anderen Traktor. Vielleicht das dann ist eine Tastenbelegung, vielleicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass an einem Traktor liegt. So was ich öffnen kann. So fuck, wo ist denn das jetzt wieder? Ich will mich verfahren. Wo ist denn da die Ablage? Bis ganz am Anfang. Also ich meine das umwidmen. Ja, bis ganz am Anfang. Bin ich gespannt, ob ich damit reinkomme. Ganz am Anfang. So. Ah ja, da rein. Boah. Ich habe was Cooles am Waldrand nämlich entdeckt, den ich da habe, den Kompakttraktor. Du kannst einen Sitz drehen und da hinten auch ein Lenkrad. Okay. Also du kannst dann rückwärts fahren, genauso eigentlich wie vorwärts dann. Geil. Zeige da gleich. Ich will Johnny da rausfahren. Warte gleich. Ich glaube nicht alle Ballen klappern. Was ich eigentlich auch fragen wollte, schreibst du da mit wegen die Ballen? Wie viel oder? Was meinst du? Ja, wegen der Lieferung. Oder hätte ich damit schreiben sollen? Wie viel ich schon bekommen habe und so. Na, das mache ich immer. Okay. Du, nachdem ich alles geliefert habe, stelle ich immer eine Rechnung. Ja, okay. Wenn du da genauere Infos brauchst, wie viel genau und so weiter, dann musst du das sagen. Nein. Aber das mache ich schon. So. Nur nicht, dass ich dann sagen muss, quasi, okay, jetzt stopp oder so, das meinte ich eben. Achso, na, wenn du das nicht mehr willst, dann musst du das sagen. Ja, 1 Million, habe ich ja gesagt, brauche ich. Achso, das. Okay, ich glaube, da habe ich das letzte Mal nicht mitgeschrieben, aber werde ich jetzt dann. Wenn das war, ist eh okay. Wir können das auch lassen und ich sage wirklich dann stopp, aber. Ja, okay, machen wir es so. Weil ich glaube, du gehst ja fast nur auf Getreide und dann wird es irgendwann zu viel Stroh, weißt du, Mann? Das ist dann. So, wo darf ich hin? Na, du kannst mal bei der Kühe rauffahren. Du zuerst was? Ich muss dir was zeigen, was ich gebastelt habe. Das habe ich nämlich vergessen beim Planen. Soll ich dir nachfahren oder? Ja. Ja? Ja. Oh, weil ich gebe da nicht. So, da aber auf die braune Fläche. Und da liegt auch das Holz, was du mir abgeladen hast. Das, so weiß ich, welches Holz. Ah, okay. Und wenn man da immer die Ballen abladen, ist das super. Dann habe ich genug Platz auch zum Aufladen wieder oder zum Umladen. Stepper, das ist ja hoch und runter. Ja, das ist zum Beispiel ein Teil, den ich eben noch ausbessern muss. Aber pass auf, ich zeig dir das da, was ich gemacht habe. Weil, so wie da, siehst du, da wird die Gülle abgetankt, ja? Und da die Milch, und das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, Milch ist auf der anderen Seite. Da ist jetzt kein Problem, aber da unten, Gülle ist auch noch kein Problem. Jetzt fahrt hier Gülle abtanken und hier Milch. Jetzt fahrt der Autodrive-Kurs natürlich bis hierher und jetzt habe ich da eine kleine Offroad-Strecke runter gemacht für Autodrive. Die habe ich schon gesehen, die bin ich schon gefahren, bis Deppert. Ja. Autodrive fährt ja auch ganz gut. Nur der Güllewagen hat manchmal Probleme, wenn er zum Beispiel irgendwo kurz langsamer anfahrt, dann nimmt er manchmal das Windrad ein bisschen mit. So, da stehen einmal 100.000 Stroh. Danke. Halt, falscher Traktor. Na leider, man will gleich mit Johnny fladern. Ich habe eher ein Glas. Ich möchte mir jetzt einen Steirer dann noch kaufen. Als nächstes. Ja, die fahre ich jetzt mit dem Offroad. Bis deppert. Ah, da habe ich noch Getreide, fuck. Ah nein, doch nicht. Ich dachte, ja, das habe ich vergessen zu ernten.
Ein Stück. Siehst, eigentlich könnte ich dann gleich auch kommen. Schon für dich. Fürs Getreide. Stimmt. Was ich Glück gehabt habe, es war jetzt ein Schneidewerk im Angebot und das zwar das bisschen größere und das funktioniert genauso auf dem Drescher. Was für ein Drescher hast du eigentlich? Den Kone, glaube ich.